Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und schaut mich wieder für euch in Battlefest oder unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder einen weiteren Teil von meiner Videoserie Collection Update. Und ich war wieder fleißig. Wir hatten nämlich über die letzte Woche einiges gesammelt, beziehungsweise einiges eigentlich übertrieben, aber zumindest in dem Verhältnis, was uns jetzt noch fehlt, haben wir einiges geholt. Wir hatten letztes Mal noch gebraucht 187 Items, was 99,67% entspricht, und jetzt sind es noch 174 Items, was 99,69 Items sind. Das hier ist übrigens Transmog und alles außer Quests dementsprechend. Also Quests sind raus, die habe ich einzeln gestaffelt, da werden wir gleich nochmal reingucken, wo ich da bin. Was haben wir bekommen? Und zwar, ich war erstmal mit meinem Rogue unterwegs. Da wurde ja vor ein, zwei Wochen, als ich das Update geladen habe, nochmal ein Item mit Party Sync reingebastelt. Das habe ich mir geholt, das ist raus, deswegen ist hier eine Kategorie quasi weniger drin. Und dann waren wir natürlich wieder ein bisschen in Dungeon und Schlachtzügen unterwegs. Und zwar hier einmal in Battle for Azeroth, da haben wir zumindest was gekriegt. Ich war in den anderen Sachen auch unterwegs, aber ich habe da nichts gekriegt, leider. Einmal haben wir hier Uldir, können wir mal reingucken. Da brauche ich jetzt nur noch zwei Items im Normal, also wird langsam. Dann im HC sind es auch nur noch zwei Items, weil das hier ist derselbe Dolch. Und Mythic habe ich auch einiges gekriegt, da brauche ich jetzt eigentlich nur noch bei Zul die Waffe und bei Gahun die zwei Sachen, aber Gahun mache ich im Moment noch nicht, muss ich mal gucken, vielleicht wenn wir das jetzt die nächsten Wochen angehen, aber da muss ich dann halt Leute suchen, um den ein bisschen zu progressen, weil ja, da muss man halt die Mechanik spielen, ne? Das ist mit random Truppen manchmal nicht ganz so einfach. Also hier sieht es gut aus, insgesamt noch 8 Items aus ganz Uldir. Dann hier in Dazar'alor ist ja das letzte LFR-Item, was ich noch gebraucht habe. Das brauche ich leider immer noch. Ich war, glaube ich, wie lange war ich in der Queue? Ich war einmal 3 Stunden in der Queue mit meinem Hordenschar und dann war ich 5 Stunden in der Queue, das am Wochenende jetzt, bis ich mich entschieden habe, mal meine Friendlist abzuklappern, alle möglichen Leute anzuschreiben, hey, ich lade dich jetzt einfach ein, ne? Nimm an, kannst danach wieder leaven, einfach, dass die Queue aufgeht. Ohne Scheiß, Dazar'alor LFR-Queue ist der Horror und Horde scheint noch schlechter aufzugehen als Allianz tatsächlich. Also nur mit, dass ich x Leute eingeladen habe, haben wir die Queue zum Procken bekommen. Leider habe ich keinen Dolch gekriegt und ich sage euch, Opulenz im LFR ist kein Spaß. Warum muss ich genau den LFR noch offen haben? Naja, gut, aber da bleibe ich weiter dran. Mal gucken, ob ich es kriege. Den Normal-Dolch, das war das Letzte, was mir letzte Woche noch im Normal gefehlt hat. Das habe ich leider die Woche auch nicht gekriegt. Also ihr merkt schon, Rastakhan-Dolch sucht mich heim. Aber ihr seht, HC ist raus. Im HC hat mir noch mehrere Items gefehlt. Und die habe ich komischerweise alle gekriegt. Also das eine Item, was ich im NHC noch brauchte, habe ich nicht gekriegt. Aber im HC haben wir tatsächlich alles abgeräumt. Heißt für mich, ich werde jetzt mit meinen Schurken versuchen, den LFR zu gehen, hier zu Bonus-Rollen und bei dem im Normal zu Bonus-Rollen. Sind halt eigentlich da nur noch zwei Items, ne? Mythic laufe ich im Moment noch nicht. Da müsste man sich halt dann auch wieder Leute suchen, die teilweise die Taktik spielen bei den Bossen. Da wird mir noch mehr fehlen. Falls ich da demnächst mal eine Gruppe zusammenbastel, dann können wir uns auf jeden Fall relativ viel holen. Muss ich mal gucken. Mal schauen, dass wir vielleicht am Wochenende dann das mit dranhängen. Gut, dann war ich noch, ne, Titel war ich nicht. Hier Eternal Palace, da hat sich jetzt auch ein bisschen was getan. Mir fehlt jetzt quasi hier noch der Agi-Dolch, also auch wieder Rogue-Action. Und dann zwei Agi-Stäbe, die kann ich beides als Tank oder Feral holen. Also im Endeffekt sind es noch 3 Items im Normal. Und im HC brauche ich eigentlich nur noch 2, und zwar ist es auch der Agi-Dolch. Und hier eine Schildhand und die droppt halt bei den beiden Bossen, droppen halt dieselben Items, ne? Zumindest vom Aussehen her. Genau. Mythic war, sind wir ja hier nicht gelaufen und Nyalotha war ich auch nicht, aber ich überlege, ob ich jetzt mal nächste Woche vielleicht mit Nyalotha auch anfange, ne? Bis jetzt bin ich ja nur die ersten 3 Raids bin ich durchgetingelt, zumindest im Normal und im HC, beziehungsweise Ulti halt teilweise auch im Mythic. Und jetzt bin ich ein bisschen überlegen, ob wir das ein wenig auf Nyalotha ausweiten sollen. Ihr seht, die allermeisten Items fehlen mir in Nyalotha, einfach weil ich da nicht großartig Transmog gefarmt habe bis jetzt. Genau, soweit zudem haben wir 13 Items gut gemacht. Wie gesagt, ist nicht viel, aber da jetzt halt nur noch sehr, sehr wenig fehlt, haut es halt rein. Vor allem, wenn ihr seht, hier die Ereignisse und die Festtage sind halt alles Sachen, die ich im Moment nicht machen kann, ne? Und das alleine sind schon über 60 Sachen. Also, ja, da muss ich mal gucken. Gut, dann schalten wir mal um. Und zwar machen wir mal alles aus und machen mal nur die Quests an. Da habe ich nämlich auch wieder ein bisschen weiter geprogressed. Quests.
Accountweit. Genau. Und da waren wir letzte Woche bei 50, was 99,54 ist. Und wir sind bei 49. Also wir haben eine Quest weggekriegt, was 99,55 entspricht. Also 1 weg und 0,01% gut gemacht. Und was war das für eine Quest? Ach ja, in Sturmsangtal habe ich mal halb durchgequestet, dass ich eine Breadcrumb-Quest bekommen habe. Und alle anderen Sachen werde ich wahrscheinlich mit dem Main-Char nicht holen können. Ja? Das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe alles Mögliche probiert. Vor allem hier die War-Campaign. Ich habe die komplette War-Campaign, also zumindest bis zu dem Stand, wo ich es brauche für Quests. Ne? Das sind halt irgendwie 2, 2,5 Stunden gequestet, um dann festzustellen, nein, ich krieg das mit dem Char nicht. Das ist halt ein bisschen blöd mit diesen Breadcrumb-Quests, weil das eigentlich Quests sind, die du, wenn du die nächste Quest machst, die nicht mehr kriegen kannst. Und ich habe es halt über Party-Sync versucht, aber das ist ein bisschen tricky, ne? Diese ganzen Quests, die ich jetzt noch drin habe, die müsste ich halt schauen, dass ich die mit einem Twink dann mache, ne? Es sind auch viele Sachen, die ich euch schon mal gezeigt habe, hier mit Heldenaufrufe, wo man ein bestimmtes Level sein muss, dass man sie kriegen kann. Oder manche Breadcrumb-Quests, die ich so nicht bekommen kann. Ich glaube, fast alle hier habe ich schon ausprobiert. Genau, ja. Das hatte ich alles schon ausprobiert, hat leider nicht funktioniert. Also da muss ich jetzt mit Twinks ran. Hier werde ich nicht weiterkommen. Das Einzige, was halt noch drin ist, ist quasi hier die Festtagsgeschichten und das Spielzeug. Aber das ist halt alles. Das Spielzeug ist ja auch an Halloween-Event gebunden, die Festtagssachen auch. Und das sind allein 26 Sachen von den 49. Und das andere ist, glaube ich, hier in der Scherbenwelt noch die Seher, die paar Quests, die da noch drin wären. Die ich aber nur machen kann, wenn ich den Ruf habe. Ne? Und da bin ich ja schon Augen am Sammeln. Und ja, dementsprechend demnächst, wenn ich genug Augen zusammen habe, werden wir das mal umbasteln. Und sonst muss ich halt die Geschichten mit dem Twink angehen und mal gucken, ob ich es mit dem Twink machen kann. Ich hoffe doch mal. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, dass ich das mit dem Rogue machen werde, weil ich muss ja eh warten in der Queue. Und das letzte Mal wusste ich schon nicht mehr, was ich mit dem Rogue machen soll. Und ich glaube, mit dem Horden Rogue war ich dann unterwegs in Classic Raids und habe ein bisschen Rogue Transmog gesammelt. Aber dann könnte ich eigentlich hier die Quest-Sachen machen. Genau. Und dann schauen wir noch beim anderen rein, bei den Char-Quests. Und da war man letztes Mal bei 62 und sind jetzt runter auf 56, das letzte Mal waren wir bei 99,4%, 4,0 und jetzt bei 99,46, also 0,06% hochgebastelt und 6 Quests abgeschlossen. Und was ist, sind diese 6 Quests? Ich glaube, hier war es nicht drin. Oder ich glaube, ich habe die erste Quest hier in Molten Core, ne? Ich bin mal zu dem Typen in Silithus gegangen und habe die abgeschlossen, aber die zweite Hälfte fehlt mir da leider noch. Das hatten wir ja auch noch offen. Hier, diese ganzen Geschichten hängen ja, ne? An die Seher. Wie gesagt, die muss ich nur umbasteln. Was war das andere, was hier noch drin ist? Ah ja, genau. Die kann ich im Moment auch nicht holen, weil das aus der Kiste ist, ne? Aus der Emissary kriegst du hier so eine Quest, die ich mit einem anderen Char schon gemacht habe. Das gleiche ist halt hier, ne? Das ist halt auch aus der Emissary. Diese Fuchsquest, das sind die beiden Sachen. Festtage, Berufe und Ding. Das Einzige, was ich aktiv im Moment noch machen kann, ist Archäologie. Und hier waren es vor einer Weile, wo ich Archäologie angefangen habe, 39 Dinger und mittlerweile sind es nur noch 2 Stück, nur noch 2 Archäologie-Quests, aber die letzten, die ziehen sich und da habe ich das meiste nochmal weggebastelt. Ne? Also ich glaube, die letzten beiden ziehen sich jetzt gerade schon so lang, wie alle anderen, die ich davor gemacht habe und das ist halt ein bisschen blöd. Ne? Also ich habe schon, ich glaube, 700 Archäologie-Dinger jetzt aufgemacht, sowas, Pi mal Daumen. Da kommen demnächst noch die Videos und ja, das zieht sich leider sehr, sehr lange, ne? Wie gesagt, die Festtage, das Zeug kann ich leider alles nicht machen. Das hier ist auch gegatet. Also jetzt bin ich langsam an den Punkt, wo ich eigentlich nur noch hier die Seher das Zeug fertig machen kann. Ich habe die Quest so ein bisschen excluded von dem anderen Zeug. Ich bin aber am Überlegen, ob ich dann quasi ein großes Video mache, dann nur über. Also quasi mit allen Haken drin, sobald der Pre-Patch kommt, weil dann wird eh was Neues reinkommen und jetzt sind es bei beiden Einstellungen nur noch so um die 50 Sachen, also es ist nicht mehr viel. Da muss ich jetzt halt mal gucken, wie ich das dann umstelle. Ja, genau das ist das, was wir gemacht haben. Archäologie, wie gesagt, war tatsächlich die Woche das meiste, was wir durchgebastelt haben. Ich habe noch ein bisschen Gold verdient, die Woche auch tatsächlich wieder ein bisschen was geboostet, weil wir auch einiges ausgegeben haben für Transmog, aber das ist eine andere Videoserie. Und ja, damit wären wir am Ende von dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann nächste Woche wieder oder im Stream. Euer Chilla. Bis dann. Ciao.